Ein Geschäft, von dem jeder profitiert. Davon träumen wir wohl alle. Wenn es jedoch um die Privatisierung des österreichischen Wassers geht, ist die Sorge in der Bevölkerung groß. Wasser ist eine Ressource. Weißes Gold, laut Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Sollen wir es privatisieren? Nein. Unser Wasser geben wir nicht her. Nicht um viel Geld. Nein, weil das unser Wasser ist und wir haben so kurz Wasser, braucht man nicht verkaufen. Das gehört der Allgemeinheit und nicht irgendwen, der es dann verhökert und sich ein Geld draus macht. Und wir haben es immer gehabt und es soll einfach bei uns bleiben. Um diese Sorgen weiß laut Falter auch Strache Bescheid. Er erklärt im Video, dass man aufgrund der Sorgen der Bevölkerung das Wasser nicht privatisieren, sondern einen Betreiber engagieren solle, der das Wassergeschäft managt. Und genau das passiert in Obertraun in Oberösterreich bereits seit 2016. Dort wurde bereits 2005 ein Bohrloch gegraben. Dann sind sie durch und dann ist das rausgespritzt wie so ein Ölbohrturm, wie man es aus den 30er Jahren sieht in Texas. Mhm. Das hat oben den Deckel runtergerissen da vom Bohrturm nicht, und das hat drei Tage gespritzt, das Wasser, das haben sie nicht mehr abteufen können, weil es so einen Druck hat. Nicht? Wir wollen mehr darüber erfahren und sprechen mit den Verantwortlichen dieses Projekts und einem Kritiker, der 2017 von der Wasserabfüllung in Obertraun erfährt. Denn in seiner Heimatgemeinde wurde ein ähnlicher Fall diskutiert. Ich bin am Attersee zu Hause und da gab es eine Dorfveranstaltung, wo es geheißen hat, im Weißenbachtal wird ein Brunnen gegraben und das Wasser soll einem Privatier verkauft werden in ein kleiner Brunnen. In diesem Zusammenhang habe ich erfahren, dass in Obertraun schon ein Wasserprojekt besteht und das hat mich interessiert. Nach dem Forstvertrauen her gesehen, habe ich mir gesagt, wenn das parallel ist, Bundesforste bei uns am Attersee, Bundesforste im Salzkammergut, hier in Obertraun, wenn jetzt die gleichen Bohrungen sind, schauen wir uns das an. Genau das haben wir gemacht. 2016 schließen die österreichischen Bundesforste einen Vertrag zur Wasserabfüllung mit Alpine Waters ab. Für die kommenden 41 Jahre pachtet das Unternehmen ein Grundstück in der Nähe des Brunnens. Läuft das Geschäft, kann auf insgesamt 89 Jahre verlängert werden. Interessant dabei, die Bundesforste als auch die Gemeinde sind am Umsatz dieses Projekts beteiligt. Wie viel die Republik Österreich damit verdient, wollte man uns auf Nachfrage nicht sagen. Es wären aber marktübliche Konditionen. Das fällt unter den Oberbegriff der Diskretion. Das heißt, ich möchte hier das eindeutig auch dazu verwenden, in diese Interna keinen Einblick zu geben. Ich kann Ihnen nur die Größenordnung sagen. Wenn wir öffentliche Wasserversorger mit Rohwasser versorgen, dann sind wir, je nachdem, in welcher Region wir unterwegs sind, zwischen 5 und 30 Cent je Kubikmeter, 1000 Liter. Wir erlösen dort, weil es sich um ein wirklich gutes, qualitativ hochwertiges Wasser handelt, ungefähr das 20- und 30-fache. Uns liegt der Wirtschaftsplan aus 2016 von Alpine Water vor und die Zahlen sind durchaus brisant. Für das Jahr 2019 war geplant, etwas mehr als 15 Millionen Liter abzufüllen. Bei einem Verkaufspreis von 5,30 Euro pro Liter wäre das ein Umsatz von knapp 80 Millionen Euro. Was bekommen die Bundesforste davon? Laut Wirtschaftsplan gerade einmal 130.000 Euro plus 5% des Profits. Auch die Gemeinde Obertraun steigt nicht mit leeren Händen aus. Der SPÖ-Bürgermeister will die Konditionen zunächst nicht verraten und auch bezüglich künftiger Profite hält er sich bedeckt. Wie viel ist das? Diesen Betrag möchte ich jetzt nicht nennen, aber es ist für unsere Gemeinde, für unsere kleine Gemeinde, ein nicht unwesentlicher Betrag und ein nicht unwesentlicher Beitrag zum Gemeindehaushalt. Aber warum wollen Sie das nicht nennen? Also was kann man sich vorstellen um diesen Betrag? Was kann man mit dieser Summe anfangen als Gemeinde? Also als kleine Gemeinde, wie wir das sehen, kann man auch schon mit 20.000 Euro, das ist sozusagen der Sockelbetrag, den kann ich nennen. Und es geht dann je nach abgefüllter Menge bis zu einer erlaubten Konsensmenge nach oben. Und das ist dann mitunter, wenn es sich so entwickelt, wie wir uns das auch nachhaltig vorstellen, eine durchaus erkleckliche Summe. Wir wollen den ÖVP-nahen Investmentbanker Karl-Heinz Muhr und seine Familie, die hinter Alpine Water steht, kennenlernen. Telefonisch erreichen wir zunächst niemanden. Willkommen bei Hallstein Wasser. Wir sind derzeit nicht erreichbar. Wir fragen schriftlich nach. Auch von Familie Muhr erfahren wir nicht, wie viel Wasser derzeit abgefüllt wird und wie hoch die Profite sind.
Dazu möchten wir momentan keine Zahlen veröffentlichen. Es war zunächst gar nicht unser Ziel, die Quelle kommerziell zu nutzen. Dies entstand erst durch die Nachfrage von Freunden und Bekannten. Die Hälfte des abgefüllten Wassers wird aktuell in die USA verschifft. Der Rest geht in europäische Länder. In Zukunft könnte sich das ändern, denn das Projekt ist langfristig angelegt. Der Vertrag läuft bei Verlängerung bis ins Jahr 2105. Kritiker meinen, das käme einer Wasserprivatisierung nahe. Und im Bundesforstgesetz steht, dass die Bundesforste strategisches Wasser und Gletscher nicht veräußern dürfen. Die Bundesforste sehen dies gewährleistet. Weil wir nicht verkaufen, sondern nur ein Wasserrecht auf Zeit verpachten. Das heißt, dieses Wasserrecht hat einen Ablauf. Beim Verkauf ist das Wasserrecht auf immer und ewig weg. Heute ist es diese Quelle, morgen kann es eine andere Quelle sein. Wir müssen das kontrollieren können, wer das Wasser bekommt. Es ist ja schon heute die Frage, wer bekommt nach einer Dürreperiode zuerst das Wasser? Sind es die Einwohner oder ist es die Landwirtschaft? Die braucht ja auch das Wasser. Und wenn es so wenig Wasser ist, dann müssen wir Prioritäten setzen. Die Bundesforste betonen, dass es in Österreich kein weiteres derartiges Geschäft geben würde, schließen künftige Projekte aber nicht aus. Fakt ist, Österreich ist eines der wasserreichsten Länder Europas und der Großteil des Trinkwassers wird nicht gewinnorientiert vertrieben. Trotzdem gibt es dieses Projekt, wo der Staat als auch ein Privatunternehmen Geschäfte beim Verkauf von Wasser machen. Genauso wie Heinz-Christian Strache das eben auch der vermeintlichen Oligarchin im Ibiza-Video anbot. Fragt sich nur, ob die Konditionen dabei auch fair sind.